Herzlich willkommen heute zur ersten Folge im neuen Jahr. Winterpause ist vorbei. Wir waren für euch im Januar auf der CES in Las Vegas, haben viele spannende neue Themen, Produkte, Highlights für euch recherchiert. Könnt ihr dann im neuen Heft lesen. Erscheint nächste Woche am Freitag, am 5. Februar. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir hoffen, das neue Jahr wird genauso spannend und da starten wir jetzt gleich mal mit. So ist es. Wir starten jetzt erstmal aber mit einem Geburtstag, das dürfen wir nicht vergessen, ganz gerne mit Geburtstag grüßen, an das HD-Fernsehen. High Definition HDTV feiert nämlich den 10. Geburtstag. Man möchte es kaum glauben oder die einen werden sagen, was, erst 10 Jahre. Ich sage schon 10 Jahre. Wir haben recherchiert und es festgestellt hier in unserem dicken Buch, das ist der Jahrgang 2006. Der Zeitschrift Video, dick gebunden und da drin kann man sehen, der Kick-Off, ich zeige das mal hier, da ging es um den Startschuss für HDTV, wer damals Premiere schon das heutige Sky abonniert hatte, konnte echtes HDTV sehen, aber alles im frühen Stadium, das war 2006 ja schließlich das Jahr der Fußball-WM in Deutschland und damals sollte es losgehen, also Happy Birthday HD-Fernsehen, inzwischen geht es ja viel mehr um Ultra-HD. Und dazu haben wir gleich was Neues im neuen Jahr, nämlich diesen Stern, der Video, das Video-Highlight der Woche, das wir ab sofort vergeben wollen. Ja. Wir suchen uns immer irgendwas aus, was wir besonders toll fanden an neuen Entwicklungen oder News der Woche. Das ist ja also, und dieser Stern geht in dieser Woche an eine kleine Software- oder Filmanbieterfirma hier in Deutschland, nämlich an die Firma Busch Media. Die hat nämlich die ersten deutschen Ultra-HD Blu-rays angekündigt. Auf der CES war das ja ein großes Thema. Mhm. Ultra-HD Blu-ray, die ersten Player. Richtig. Und von Panasonic und Samsung. Ganz genau. Was Spannendes zu erwarten. Und jetzt geht es natürlich auch darum, die entsprechenden Inhalte auf den Markt zu bringen, die entsprechenden Discs, 4K Ultra-HD Blu-ray Discs. Und da sind ja von den amerikanischen Filmstudios schon viele angekündigt worden. Aber Busch Media hat die ersten für den deutschen Markt angekündigt, sollen im Frühjahr noch erscheinen. Das sind die haben ja schon 4K-Titel gemacht, als es noch keine Disc gab, nämlich auf einem USB-Stick. Jetzt gibt es die auch auf Disc. Timescapes, India 4K, Dokumentation USA, West Coast Journey und auch Filme aus den 60er Jahren, die damals schon in 4K gedreht wurden. Man möchte es ja kaum glauben. Also spannende Geschichten, deswegen das Stern der Woche an die Firma Busch Media. Dann waren wir diese Woche noch unterwegs für euch auf der ISPO, also auf der Messe für auf der internationalen Messe für Sportartikel. Genau. Und ja, haben uns umgeguckt nach spannenden Action-Themen, natürlich Action-Kameras und Drohnen sind ganz im Kommen. Also wir haben auch aktuell einige Drohnen hier bei uns im Labor. Ich zeig dir mal das neueste Modell von Parrot, jetzt habe ich die Unterlagen runtergeschmissen. die Bebop Drone 2, ein schönes, leichtes Modell. Man kann es ja mal auspacken, genau. Oder? Wenn man sehen kann, das schöne Stück. Wurde eben im Vergleich zum Vorgänger am Gewicht gearbeitet. Sie ist jetzt noch leichter, also wenn man sie in der Hand hält. An der Akkulaufzeit wurde optimiert. Soll jetzt auch bis zu. So, müssen wir nochmal in den Unterlagen spicken. Ja, während du das nachschaust, kann ich noch sagen, warum interessiert uns die Drohne? Weil sie natürlich eine Full-HD-Kamera, oder? Full-HD ist es, ja. Eingebaut hat und die tolle Bilder macht, wenn sie dann durch die Gegend schwebt. Und was wolltest du jetzt noch schauen? Sie hält bis zu 25 Minuten, also okay, ist es ja auch schon relativ auch lang schon für die Drohne. Genau. Ja, so und viel zu dieser. So zu dieser, aber wir haben natürlich noch eine andere ausprobiert. Genau. Das war ganz spannend auf der ISPO, nämlich den sogenannten Lufthund, den AirDog. Und Antonia hat ihn getestet. Das ist eigentlich ganz spannend, denn das Besondere daran ist, die muss man quasi nicht per Fernbedienung steuern, sondern sie verfolgt einen quasi selbst, wie eben auch ein Hund und deswegen der Name AirDog. Man hat eine Steuerung am Handgelenk und stellt quasi ein, wie weit die Drohne über einem, hinter einem und aus welchem Winkel die Drohne einen filmt. Und dann hat man quasi nichts anderes zu tun, als dass man einfach ja, entweder die Piste runterfährt oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Die Drohne filmt alles, ist einem auf Schritt und Tritt im Nacken, genau, sozusagen. Auf der ISPO wurden die Prototypen gezeigt, deswegen haben wir leider noch kein Modell hier, aber wir hoffen, dass man bald eins zum Testen bekommt. Genau, und Antonia hat es schon ausprobiert und wie das aussah auf dem
Parkplatzgelände vor dem Münchner Messegelände, das schauen wir uns jetzt kurz an. Ja, das war also der Praxistest, der erste zumindest, das AirDog. Wie war es für dich? Super, also total leichte Bedienung. Man drückt einfach mal kurz, wenn man die Richtung der Drohne ändern möchte, einfach auf einen Knopf, dann filmt sie einen von vorne oder von hinten. Auch zum Landen ging es sehr gut. Die sucht sich, es gibt eine bestimmte Taste, dann sucht sie sich automatisch den besten Platz, also einen freien Platz am Boden, landet. Und ja, es kann auch nichts passieren, wenn man die Drohne quasi anlangt. Man kann sie aus der Luft auch greifen und dann schaltet sie sich ab. Also ganz unkompliziert und ungefährlich. Riesenspaß. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es schon vorhin erwähnt haben, man kann vorne eine GoPro-Kamera einbauen. Genau. Die hat also keine eigene eingebaute Videokamera. Funktioniert mit GoPro und mit Sony. Genau, also eine spannende Geschichte. Wenn auch, glaube ich, nicht ganz günstig. Aber kommt in diesem Jahr. Wir haben uns natürlich noch mit anderen Videotrend-Themen beschäftigt. Wir beschäftigen uns jetzt auch in der nächsten Ausgabe des Magazins damit. Genau, Virtual Reality war auch auf der ISPO und der CES ein großes Thema. Wir haben jetzt hier ein Modell vom deutschen Hersteller Zeiss. Kennen vielleicht einige von euch Carl Zeiss, die eine Brille tragen, also stellen Brillengläser her. Und da sind wir natürlich umso gespannter, wie das dann hier funktioniert mit der Linse und ja. Das ist die Zeiss VR One. VR One, kostet um die 100 Euro und funktioniert auch, wie wir es von Samsung kennen beispielsweise. Mit Schablonen, also hier kommt das Handy rein. Genau, das hier ist leider zu groß, aber es gibt die Schablonen, glaube ich, fürs iPhone 6 oder Samsung Galaxy S5. Genau. Und Sony Xperia. Ja, denke ich auch für den Sony, genau. Genau. Ja, hier schiebt man es rein und dann geht es quasi, kann es schon losgehen. Gibt eine App dazu, da kann man sich dann schöne Filme angucken. Genau. Und was wir ausprobieren werden, ist auch ganz interessant. Wir haben ja für die kommende Videoausgabe, die ab Anfang Februar im Kiosk des Action Camps getestet. Eine davon, eine unserer Lieblinge, war diese hier, 360 Grad. 360 Fly. Macht 360 Grad Bild, das heißt, man sieht dann, egal was man filmt, wirklich in alle Richtungen. Und den Film daraus, mit deren Software, die es dazu gibt, den werden wir aufs iPhone spielen, in diese Brille stecken und dann mal sehen, wie man mit der Virtual Reality Brille diese eigenen Kamerafahrten genießen kann. Also echt ein spannendes Thema, denn man sieht, dass die verschiedenen Produktwelten da einfach miteinander verschmelzen. Ich glaube, das ist das eigentlich Interessante und irgendwie ist alles Video und deswegen gibt es dazu eine ganze Menge mehr, auch wieder in den nächsten Printausgaben. Richtig. Natürlich, genau. Und das war's für heute von der Videotech Night. Wir sagen schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Genau. Vielleicht können wir noch kurz sagen, was ansonsten noch in der neuen Ausgabe ist. Achso, ja, ganz genau. Entschuldige, hätte ich beinahe vergessen. Natürlich darf man nicht vergessen, denn zum Thema Sound. Ja. Es gibt viele neue schöne Sounddecks, sind im Test von Canton, Raumfeld, einiges Schönes dabei. Und der Roland hat getestet die besten TVs unter 50 Zoll. Ganz also genau. Die Wohnzimmer-TVs, die auch in kleinere Wohnzimmer passen. So ist es. Also jede Menge spannende Themen lohnt sich ab nächste Woche wieder. Und wir sehen uns nächste Woche auch wieder hier auf diesem Kanal. Bis dahin, schöne Ciao. Zeit.